Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Heute mal wieder mit der Vorstellung eines Schwertes aus unserem Shop, und zwar dem Nishikigoi Wakizashi von Toshiro Swords. Dafür machen wir erstmal ein ganz normales Unboxing, dann erzähle ich etwas über die Eckdaten des Schwertes und Schnitttests wird es am Ende natürlich auch geben. Also dann viel Spaß bei dem Video von heute. Der Nishikigoi ist bei uns besser bekannt als Koi. Der Fisch, der ursprünglich aus Japan kommt und inzwischen auch bei uns viele Fans hat. Der teuerste Koi der Welt hat bei einer Auktion einen Preis von 1,5 Millionen Euro erzielt. Die Exklusivität des Fisches ist aber nicht der Grund, warum er auf Samurai-Schwertern zu finden ist. Der Ursprung liegt in der japanischen Mythologie. Der Koi schwimmt flussaufwärts gegen den Strom und lässt sich durch nichts beirren oder aufhalten. Er steht deshalb für Zielstrebigkeit, Ausdauer und Stärke. Dadurch ist er auch ein Symbol für die Samurai geworden. Das Nishikigoi Wakizashi trägt dieses Symbol auf dem Stichblatt. Das Schwert wird in einem Karton geliefert. Neben dem Schwert selbst ist darin noch ein Guide enthalten, eine Art Bedienungsanleitung, in der einige Sachen über das Schwert erklärt werden, aber auch wichtige Details rund um das Schwert, wie zum Beispiel die richtige Schwertpflege. Ein kleines Schwertpflegeset mit Pflegetüchern und Öl ist auch dabei. Ein Aufsteller, auf dem nochmal ein paar Eckdaten des Schwertes genannt werden. Und natürlich das Schwert selbst in einem weinroten Schwertbeutel. Die Beschläge sind bei diesem Schwert natürlich aus Metall. Die Griffwicklung aus roter Kunstfaser. Die schwarz gefärbte Same ist echt. Das Stichblatt zeigt den Koi als Motiv. Die Schwertscheide ist schwarz lackiert, das Sageo-Band ist in Rot gehalten und besteht aus dicker Kunstfaser. Das Sageo-Band ist im Lieferzustand schon so gebunden, wie es jetzt hier gezeigt wird. Der Abschluss der Schwertscheide, die Kochiri, die Öffnung der Schwertscheide, die Koiguchi und die Korrigata sind bei diesem Schwert aus Horn gefertigt. Die Klinge ist aus Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von gut 0,6%. Also vergleichbar mit einer Klinge aus 1060er oder 1065er Kohlenstoffstahl. Die Oberfläche der Klinge ist komplett satiniert. Diese Gestaltung bringt Vorteile bei Schwertern für Schnittübungen, weil sie sehr pflegeleicht ist. Die Klinge ist eine Shinogi Tsukuri Klinge. Diese Klingenform zeichnet aus, dass sie im Verlauf der Klinge eine Kante besitzt. Diese heißt Shinogi. Ein zweites wichtiges Merkmal ist, dass die Klingenspitze hier vorne durch eine Trennlinie, die Yokote, vom Rest der Klinge abgesetzt ist. Die Klingenlänge ist ab der Tsuba gemessen, gut 52 cm. Die Grifflänge ist ab der Tsuba gemessen, etwas unter 25 cm. Die Stärke an der Habaki beträgt ca. 0,7 cm. Die Breite an der Habaki ist ungefähr 3,1 cm und vorne am Übergang zur Spitze ungefähr 2,2 cm. Das Gewicht des Schwertes beträgt ohne Schwertscheide etwas über 850 Gramm. Die Klinge ist relativ mittig ausgewogen und natürlich scharf. Das Wakizashi ist kürzer als sein großer Bruder, das Katana. Es wurde zum Kämpfen auf kleinem Raum benötigt. Im Gegensatz zum Katana wird es auch nur mit einer Hand geführt. Durch die etwas kürzere Länge lässt es sich relativ leicht und wendig führen. Für Demonstrationszwecke habe ich natürlich auch ein paar Schnittübungen mit dem Schwert gemacht. Ein Wakizashi musste in Japan zur Edo-Zeit jeder Samurai als Schwertpaar zusammen mit dem Katana tragen. Dieses Paar aus langem und kurzem Schwert ist bekannt als Daisho. Rund um ein solides Schwert, das man aktuell für unter 200 Euro bei uns im Shop bekommt. Bald kommt noch ein Video über den großen Bruder von diesem Schwert, nämlich das Nishikigoi Katana. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Den Link zu dem Schwert packe ich wie immer unten in die Beschreibung. Also dann mach es gut und wir sehen uns beim nächsten Video.